gleich, liebe Erstkommunionkinder, ist die Musik aufmarschiert, damit ihr ein super schönes Fest habt. Und vor allem auch die Angehörigen, die kommen, ja, ein bisschen eingeleitet werden in das Fest, das wir dann in der Kirche feiern werden. Oh,
auch ich darf euch noch einmal willkommen heißen. Vor 7 Jahren, 6 Jahren waren eure Eltern in der Kirche mit euch. Da waren sie noch kleine Babys. Und damals haben die Eltern die Kerzen, die wir jetzt gerade entzündet gehabt haben und nochmal anzünden werden, in den Händen gehabt. Und damals haben sie ihren Glauben bekundet und gesagt, ja, wir wollen auch meinen Sohn, meine Tochter in diesen Glauben erziehen. Gott, Vater, hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat auch uns das Leben geschenkt. Glaubst du an Gott, den liebenden Vater? Ja, ich glaube. Willst auch du mithelfen, das Leben auf der Erde schöner zu machen? Ja, das ist toll, dass wir wieder 7 junge Menschen haben, die sich zum Glauben bekannt haben und auch die Bereitschaft gezeigt haben, an einem christlichen Leben mitzuwirken, an einem Leben, das nicht immer nur perfekt ist, wo auch Fehler passieren. Jeder Weg ist anders. Verzeih, wenn wir manchmal den falschen Weg wählen. Herr, erbarme dich. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, ist es so, als ob wir im Dunkeln gehen. Hilf uns, den richtigen Weg zu finden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Guter Gott, schenke uns und allen Menschen den Mut, neu anzufangen. Zwei Freunde von Jesus sind unterwegs in das Dorf Emmaus. Sie sind sehr traurig. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass Jesus tot ist, sagt ein Jünger. Während sie so miteinander reden, kommt ein Mann auf sie zu. Er fragt, darf ich ein Stück mit euch gehen? Die Jünger nicken nur und erkennen nicht, dass es Jesus ist. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste. In jener Zeit brachte man Kinder zu Jesus, damit er sie mit der Hand berührte. Die Jünger aber wiesen die Leute ab. Als Jesus das sah, wurde er grantig und sagte zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Lob sei dir, Christus. Das Brot, das wir damals zur Probe gegessen haben, gell, die Hostie, die war noch nicht gesegnet, noch nicht geweiht, da war noch keine Wandlung. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so, der Pfarrer ist wie ein Zauberer, der kann aus dem normalen Brot Jesus gegenwärtig setzen. Der ist fähig, durch seine Weihe, durch das, was er ihm tut, Gott in diese Welt hineinzutragen. Der Pfarrer ist kein Zauberer. Aber ich verrate, was ich bin ein Erfinder. Und da hat es einen gegeben, der war der Daniel Lüsentrieb. Kennt den jemand? Ja. Das war ein Erfinder. Und da habe ich gedacht, was der kann, das kann ich auch. Ich müsste eigentlich etwas erfinden. Ich müsste Augengläser erfinden, durch die man Jesus sieht. Gell? Die einem helfen, besser hinzuschauen, dass Gott da ist. So ist es im Leben auch. Wir sind oft unterwegs und merken eigentlich gar nicht, dass Jesus da ist. Mit meiner neuesten Erfindung, leider funktioniert sie noch nicht ganz. Gell? Aber die wird helfen, dass wir Gott auch sehen. Und heute in der Früh habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss ich das auch umsetzen. Und bitte sehr, das sind meine Zauberbrillen. Gell? So. Und wenn ihr im Leben unterwegs seid, setzt mal einmal auf, dann werdet ihr sehen, dass Jesus an eurer Seite ist. Gell? Da wird euch ein Licht aufgehen und es wird euch helfen, den Kontakt nach oben. Das ist übrigens der Kontakt nach oben. Da kann man dann einklinken und damit wird dann der Kontakt hergestellt. So, und vielleicht, wenn ihr diese Zauberbrillen dann aufhabt, dann wird euch vielleicht ein Licht aufgehen, das Gott endlich gehen wirklich da ist. Schaut's. So. Ja, ein Professor von mir hat gesagt, österliche Augen müssen wir haben. Das heißt Augen, die ja, die Gegenwart Gottes wahrnehmen, die Hoffnung beinhalten.
Und ich wünsche euch anlässlich dieser heutigen Erstkommunion, dass ihr wirklich so offene Augen habt. Das war ein bisschen spaßig jetzt gebraucht, aber ich denke, das, was ich gesagt habe, ist trotzdem wichtig, dass wir einfach lernen müssen, hinzuschauen und uns zu freuen, was uns eigentlich alles geschenkt ist. Wir sind alle Freunde von Jesu, deshalb dürfen wir ihn bitten. Wir feiern heute unsere erste heilige Kommunion. Viele Menschen sind hier, um mit uns zu feiern. Jesus, geh mit uns auf unseren Weg. Geh mit uns auf unseren Weg. Geh mit uns auf unseren Weg. Bei der Taufe haben wir Paten versprochen, diese Kinder im Glauben zu erziehen. Wir sind einen großen Schritt mit ihnen eingegangen. Hilf, dass wir ihnen auch in Zukunft zur Seite stehen. Stärke unseren Glauben, damit wir immer wieder gerne zusammen mit unseren Kindern zu dir kommen. Herr Jesus, unsere Kinder empfangen die heilige Kommunion. Wir wünschen ihnen, dass sie allezeit bereit sind, auf dich, Jesus, zu vertrauen. Bleib bei uns auf unserem Weg. Auf unser Weg und steh uns bei, zu allen Zeiten unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Du schenkst uns auf den Wein. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ja, wir wollen jetzt als Andenken an die heutige Erstkommunion auch die Erstkommunionkreuze segnen, die Kinder dann mit auf den Weg bekommen. Herr unser Gott, segne diese Kreuze, die liebevoll vorbereitet sind, auf denen er steht, unterwegs mit Jesu und auch der Name und das heutige Latum, damit wir wissen, wer mit Jesus unterwegs sein möchte. Und dann haben wir eine noch für die Querlin und eine. Ja, und seine Ahne baut, der Noah, gell? Jesus, Herr, ich danke dir. Du bist jetzt ganz nah bei mir. Hilf mir das Leben froh und gut. Schenk mir immer neuen Mut. Begleite mich durch diese Zeit. Ist in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr, das sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er sei euch gnädig. Das gewähre euch, unsere Pfarrgemeinde und euren Familien, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir. Yeah.